kann man ja nicht halten als Mann. Man kann nur als Frau einen Männer-Championship haben. Aber sonst geht's halt nicht. So, egal. Ist vielleicht ein bisschen zu kurz, sag ich mal. Also mein Match bei Superstars gegen Tyler Breeze, mein Rival, mein Fädengegner. Eigentlich soll ich das gewinnen. Vor allem, Flo hat sich da übel auf. Ich glaube, mein erstes Match in meiner Karriere bei Superstars war ein Match gegen Owen, Kane und Breeze, glaube ich, ne? Und bei ihm was, bei ihm hat er zum Zeitpunkt, war schon ein Jahr voraus oder so, noch nie so ein Match, noch kein Match. Alter, das hat sich übelst aufgeregt. Ah, Flying Swarm, nice. Und das steht da wahrscheinlich auch. Ja, dann würde ich ihn so runterhauen. Oh, als ob der da kontert. Alter, Konterfestival oder was? Oh, schade, ich dachte, ich könnte jetzt wieder. Das ist so nice gewesen. Going for the double play with this move. Nobody home there. Nobody und wieder Flying Forearm. Like the house has been empty for months. Let's talk briefly about Saban. Looking fresh right now, which is good. You gotta wonder how much longer that can last. Komm schon. Oh, oder einfach so. Einfach mit dem Kopf runter. Das ist kein wirklicher Headbutt. Aber trotzdem mit dem Kopf getroffen. Jetzt soll es mal durchgehen. Ah, ich wollte eigentlich wieder aufs Bulldog. Sehr schön. Jetzt komm schon mal. Er geht einfach aus dem Weg und ich treffe ihn noch gerade so. Oh, schon ein Ein-Sterne-Match. Was für eine Kunst. Ja, bearbeite ich hier schön im Kopf. Nice. The crowd on hand tonight, Curly fired up for this match here on Superstars. Und jetzt will ich aber in die Ecke. Ja, nice. Bitte bleib da. Ja, ich mache immer zu doll, das kann er einfach nicht machen. Kann ich hier ins in die Ecke? Das kommt er wahrscheinlich. Immer konnte immer dieses hochheben. Das geht mir einfach so richtig auf den Sack. Immer wenn die nie richtig bearbeitet sind, konnte die immer dieses hochheben, als zumindest Tyler Breeze. Das ist wahrscheinlich auch bei anderen so, weil Tyler Breeze ja nicht wirklich gut ist im Spiel. Ja, sehr schön. Ich werde, wenn ich das jetzt. Ich mach's jetzt mal wieder. Ach, schade. Scheiße. Alter, hör mal auf, dich zu schlagen, du Lappen. Alter, was ist hier gerade los? Inverted Atomic Drop. Was für eine Kacke. Warum pinnt er mich? Das ist so unnötig. Was bringt ihm das? Da bekomme ich einfach nur mehr Prozent dazu. So sinnlos. Alter, Breeze, lass mich. Geht doch. Ah, Tiger Suplex, obwohl ich das als Signature habe. Bitte bleib in der Ecke. Alles, jetzt komm schon. Ja, er konnte das nicht. Ich will jetzt einen Superbacks machen. Ich will keinen Dropkick oder so. Bitte, bitte konnte er nicht. Yes, nice. Oh, shit. Back Suplex, ist er voll auf den Nacken gefallen. Nice. Wow, he's still down after that. Ooh, ja, und als dieses Selling von Breeze, Alter. Sensationell. Sensationell. Das war jetzt sarkastisch gemeint. Ne? Ich hoffe, ihr checkt das. Oh, Alter, Pumphandle Suplex. So, und jetzt kommt der Tyler Suplex halt nur als Dings-Variante. Als Signature-Variante. Genau der gleiche. Also, so. Ne, ich war noch kein Saber-Driver. Dann würde er auskicken und es könnte sein, dass er den dann kontern würde. Und er kontert schon wieder. Also ich glaube, wenn man den nach vorne. Und jetzt konnte ich wahrscheinlich nicht. Das war ja klar. Das hatte ich schon hier dreimal in meiner Karriere gemacht. Jetzt, also jetzt. Ja, toll. Frank, super. Wir können schon einen Kick auf, bitte. Zum Glück. Ich glaube, wenn man den einfach mal vorne greift, wie der Frank ist einer.
Oh, er pinnt mich nicht. Was macht er? Wahrscheinlich Diving Elbow Drop. Der ist so scheiße. Er will mir nochmal einen Taunt davor machen. Als ob der hier einen Aufgabegriff macht. Will der mich komplett verarschen? Achso, scheiße. Ich bin der Blau. Nein, nein, nein. Ich tappe. Nein! Ich kann immer nicht mehr raus, weil ich die ganze Zeit dieselbe Gleichbewegung gemacht habe. Nein, Alter, als ob. Was denn? Als ob ich aber die ganze. Erstens, wo. Ja. Rot ist ja klar, das ist Angreifer, das habe ich gerade vergessen. Dann komme ich da immer nicht raus. Was ist das für eine Grütze? Oh boy. Das war einfach ein ganz normaler Aufgabegriff. Ja, das war der entscheidende Moment. Da hat er einfach mal gekontert. Oh, das kann doch nicht wahr sein, Jungs. Kickout. Jetzt kommt, den konnte ich ja nicht können, weil er halt diesen scheiß Taunt davor gemacht hat. Und jetzt, als ob ich diesen Aufgabegriff gewinnt. Ich bin da ja einfach nicht rausgekommen. Was für eine Karte mit 2,5 Sternen. Ach du Scheiße. Gut, ja, ist auch nicht gut. Na toll. Also, erstes Match hier bei eine. Ah, ne, das war mein erstes Superstars-Match, das habe ich jetzt verloren. Davor habe ich nämlich alle drei bei NXT gewonnen, genau so ist es. Was für eine Grütze. Mist. Tja, da sehen wir Ryback. So, kommt wahrscheinlich nicht mehr in die WWE, ne? Unnötiger Streit, aber Ryback ist nicht so relevant, finde ich. Ja, schön, dass ich verloren habe, finde ich eigentlich nicht. Warum steht Owens immer im Main Event und gewinnt dann einfach immer? Was? Was ist das für eine Grütze? So, jetzt wieder NXT. Oh, gegen Simon Gotch. Warum gegen Simon Gotch? Mit dem habe ich eben gekämpft. Ich habe gerade mit dem gekämpft, Jungs. Dann noch Rivalen-Event, na toll. Alter, ich finde aber so nice, da ich gerade die Musik von Seth Rollins gehört habe, dass er zurückgekehrt ist. Das feiere ich einfach so, was man hat. Ich habe Braun noch nicht gesehen. Wollte ich mal machen. Aber ich, ist mir vorhin aufgefallen, da ich es noch nicht gemacht habe. Ja, weil ich was auf Instagram geguckt habe. Sage euch jetzt nicht was, sonst werdet ihr ja gespoilert. Das wäre ein bisschen blöd. Das gucke ich dann mal gleich, ne? Also ist erstmal hier das Match gegen Simon Gotch. Mit dem habe ich eine normale Beziehung, also hatte ich vor, ich glaube, 2 roten Balken auf nichts ja, gesunken, sage ich mal. Boah, Alter, nice. Oh, toll, bisschen später. Ja, komm schon. Ja, tritt und. Was? Alter, wie oft will er denn noch Konter? Der hat jetzt schon 2/3 seiner Konterbalken aufgebaut. So ein Scheiß. I like it. That's the way it should be. Ah ja, okay. Na dann. Irish Whip und Konter mit einem schönen Armdrag und. Snap. Die Andeutung, aber dann der Suplex. Simon Gotch utilized that gentleman's clutch quite a bit of late. But if you ask me, there's nothing gentlemanly about it. Irish Whip in die Ecke, kommt wahrscheinlich zurück. Ja, ist ja klar. Und boah, Single Leg Dropkick, was für eine schöne Aktion hier. Von Zack Sabre Jr. Cruiserweight Tournament dabei ist. In der WWE im Sommer. Warum? Der Typ mich da hinten in den Zuschauer rein aus, was soll das?
Das finde ich jetzt nicht nett. Ich bin jetzt beleidigt. Nee, war mit. Und, Alter, Alter, will er mich verarschen? Warum kommt er einfach die ganze Zeit? Was gibt's denn? Schaut gegen die Bros, der Bros. Ich hab eben wirklich Bros gesagt. Ich wusste an Bros. The gentleman's clutch, of course, is suplex, which Gotch finishes off with a very unique bridging neck Simon Gotch so viel Konter würde. Sollte er einfach mehr Konterback haben beim Spiel. Ich gehe jetzt natürlich rein, ich will, dass es durch Counter beendet wird. Bei anderthalb, ja, jetzt zwei Sternen. Match-Qualität. Und schon wieder Konter. Alter, immer wenn er neu auflädt da, dann kontert er schon wieder. Toll, jetzt gibt es hier einen Superplex oder was? Complex, scheiße. Schöner Move, aber bringt mir jetzt auch ein wenig. Kick out. Was für eine Aufgabe. Uppercut. Und komm schon. Ah, wieder der Single-Leg-Dropkick. Jetzt soll die Aktion mal bitte durch. Er hat einfach wieder einen Konterbalken. Ey, wer der Konter? Ich raste einfach so aus. Geht doch, ey. Endlich geht mal dieser Scheiß-Move durch. Jawohl, ich hab Tiger Suplex Session. Ich mach mal den anderen Signature. Achso, ja, das war einfach dieser Vorarm, like Nikki Bella. Ich war jetzt noch kein Saber-Driver. Spar ich mir noch auf. Jawohl, lass mal umdrehen hier in der Ecke und jetzt hochheben. Aber ich mache jetzt keinen Backsplex wie vorhin. Nein, ich mache einen. Komm schon, Dropkick. Nee, aber closer. Aber jetzt. Backsplex. Ich dachte, macht jetzt, sehe ich hier beim Spiel auch so, ist auch realistisch. Das ist auch einfach mal ein Dropkick nach da oben. Cesaro macht einfach die besten Dropkicks. Weil er die so hoch macht, Alter. Das ist so geil aus. Ey, der hat lange nicht mehr gekonnt. Hat er wieder drei Konterbalken. Was für ein Wunder. Und, ah, schönes Knie. Und da gibt's den harten Schlag hier nach unten. Gucken, ob er auch was anderes machen kann. Nee, irgendwie nicht. Jetzt macht er Air Raid Spin oder was? Jetzt haut er mich runter. Was? Muss er wirklich. Schön, das macht Flo manchmal auf dem Trampolin mit mir. Alter, das ist so verdammt schwindelig. Ja, das geht ja gar nicht so. Jetzt komm schon. Saber Driver, Saber Driver. Nein, er konnte mein Saber Driver mit dem Chainbreaker. Yes! Nein! Da kommt der einfach mal ein Finisher und schon selber drüber. Also ist hier irgendein Fall durch. Hab's vergessen. Ich glaube Underhook. Ich weiß nicht, wie ich wieder. Pumpendel zu Black Nice. Wie der in echt aussieht. Ich habe einfach nur bei Cage-Match nachgeguckt. Da stand einfach Saber Driver, das ist so ein Pile-Driver vermutlich. Warum konnte der jedes Mal diese Aktion? Außer einmal halt. Und Signature. Komm schon, Kick Out. Hä? Warum hat er eine Rolling Senton als Signature? Was ist das für ein Müll? So ein Blödsinn. Schnell runterkommen. Scheiße, er hat Sprungkraft, aber er nutzt sie. Ja! Sehr richtig. Und jetzt mal wieder Energie aufladen, indem ich immer um den Ring rumlaufe. Und Ringtreppe einfach mal rein. Alles klar. Also ich will den Ref abwerfen. Fast. Also, am getroffen. Wollte eigentlich am Kopf treffen.